Wir haben gerade eine sehr interessante Pressekonferenz erlebt. Können Sie vielleicht etwas über die Geschichte dieses Festivals kurz erzählen? Ja, ich will das kurz machen. Es ist so, dass die Opernsänger, wenn sie ihr Studium beenden, fallen sie erst einmal in ein Loch. Die wenigsten haben gleich ein Engagement und diese Situation kannte ich von meiner Frau, die Opernsängerin. Wir haben uns als Studenten kennengelernt und das war auch ein Grund jetzt durch dieses Festival die jungen Sänger sozusagen bekannt zu machen, auch ihnen eine Bühne zu geben, dass sie jetzt auf einer sozusagen international sich präsentieren können. Und das hat in diesen 24 Jahren also große Erfolge gehabt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht, aber ich weiß, dass an allen großen Opernhäusern der Welt Sänger, die in Rheinsberg gestartet sind, gesungen haben oder noch singen. Und das ist schon ein außergewöhnlicher Erfolg. Und außerdem ist es so, dass der Zuspruch, wir haben pro Jahr aus Ländern, also aus 48, 49 Ländern, haben wir zwischen 400 und 500 Bewerbungen, die diese Bühne, diese Rheinsberger Festivalbühne gerne betreten möchten. Aber natürlich haben wir nicht die Möglichkeit, wir haben nur 40 Sänger, können wir in der Spielzeit in Rheinsberg beschäftigen. Aber wir lassen ja alle vorsingen und die aus den entferntesten Ländern, so wie Südafrika oder Australien, die schicken Videos ein und auch diese Videos, die benutzen wir zur Propagierung. Es wurde auch erwähnt, dass eine besondere Zusammenarbeit mit St. Petersburg oder Russland besteht. Können Sie das darüber erzählen? Ja, also zu Russland, St. Petersburg, überhaupt zu Russland haben wir eine sehr enge und lange Verbindung. Wir haben in den letzten Jahren immer Vorsingen dort. Also wir machen in Berlin ein großes Vorsingen, aber dann auch immer im Ausland. Und da sind wir 4 oder 5 Mal in St. Petersburg gewesen und haben großartige Sänger dort gefunden, die wir dann nachher finden. Das ist ein sehr historischer Ort. Da gibt es wahrscheinlich auch, geht es auch um sehr emotional zu. Können Sie über diesen Ort etwas sagen? Das ist ein sehr spezieller Ort. Warum ist es speziell? Welcher Ort ist es? Schloss Rheinsberg. Ach so, Schloss Rheinsberg, na ja. Das ist also ein Ort, der eine große Tradition hat. Der Friedrich der Große, der spätere Friedrich der Große, hat dort also 4 Jahre, bevor er König wurde, seine Jugend verlebt und hat diese 4 Jahre immer als seine schönsten Jahre bezeichnet. Sein Bruder hat dann 50 Jahre lang diesen Impuls in Rheinsberg weitergeführt. Der hat das Heckentheater gebaut, das Schlosstheater und hat dort also viele Aufführungen auch gebracht, Theateraufführungen, Opernaufführungen. Und da haben wir jetzt angeknüpft, dieses Rheinsberg. Ich bin aus Ostpreußen, aber habe dort in Rheinsberg mein Abitur gemacht und habe immer gesagt, ach, wenn dieses Rheinsberg in der Bundesrepublik läge, dann könnte man Festspiele machen. Und als nun die Bundesrepublik nach Rheinsberg gekommen ist, da musste ich mein Wort einlösen und da haben wir dieses Festival Kammeroper Schloss Rheinsberg gegründet.